Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Risen. Wir haben letztes Mal die Obsidian-Ablagerung weggeholt. Ich sag ich habe das jetzt deswegen nochmal gemacht, weil ich eine kurze Aufnahmepause gemacht habe. Mit kurz meine ich knapp 2 Stunden. Für mich eigentlich kurz, weil im Normalfall nehme ich 4-5 Episoden am Stück auf und mache dann schon einmal eine Woche Pause. So. Hast du kurzen Prozess gemacht. Würde ich aber auch meinen. Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Ich bin auch gespannt, was dort oben ist. Allerdings, da das momentan nicht unsere Aufgabe ist, werden wir doch mal darunter gehen. Speichern. Und da höre ich schon Gnome. So, Häuptling. Ist hartnäckig. Häuptling hartnäckig, oder was? Wow! Wow! Oh! Was? Der räumt die aus? Shit, wenn der die ausräumt, müssen wir die unbedingt vor dem plündern. Oh! Nimm den Gnomen 15 Werkzeugbeutel ab. Ist erfolgreich. Ich hasse die Viecher. So, jetzt komm her, Gnome, du. Du kannst dich nicht. So, jetzt. Vollgas! So. Ich nehm. Tut mir leid, wenn ich hier mal kurz störe. Nein, ich wollte eigentlich dem Gnomen hier. Ja. Ich hasse die Viecher. Ja, und ich räume die aus. Nicht genug Mana. Ich hasse diese Drecksviecher. So. Ja. Schön für dich, dass du sie hast. Ich trinke mal 5 von 7. Nicht mal eine Münze? Ach, das sieht gut aus. Ach shit, der hat doch einen gekriegt, oder? Ach fuck. Na gut. Warum ist immer noch Fight-Musik? Aber hier scheint wirklich ein Hauptquartier zu sein. Weil das ist ja schon nicht mehr normal, wie viele da herumwuseln. Und in dieser Truhe befindet sich ein Rezept für einen Feuertopf. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Feuertopf bewirken soll, also heilende Wirkung, aber wenn es wirklich nicht mehr ist, ist es doch eher mager. Ich höre einen Gnom. Elender Gnom! Elende Brut! So, 3 Goldmünzen. Sehr gut. Weil der Stiel bestiehlt ihn nämlich auch und das ist mir gar nicht so recht. Gut, dann haben wir hier... Ne? Säbel. Hier ist nämlich auch, wenn ich das hier kurz mal auf der Map zeigen darf, hier ist nämlich auch die... Das sieht man jetzt halt schlecht, aber... Ja doch, wenn ich so ein Stück gehen muss, sieht man es vielleicht. Hier ist auch eine dieser Burgruinen, von denen Marvin geschrieben hat, oder... die er uns markiert hat auf der Questkarte. Wir müssen da theoretisch, wenn ich ins Logbuch gehe und die verfluchte Burg her eine Questkarte nehmen. Wir sind jetzt genau hier bei einer verfallenen Burg und dann müsste die letzte, die uns noch fehlt, da sein. Da hier geht's. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter.
dass der auch immer irgendwas zu sagen hat, das ist echt nervend. Naja, im Normalfall bin ich gewohnt, die Leute anzusprechen. Aber, naja. Steinplatte lesen wir mal kurz. Er steigert den Weisheitsfaktor. Blub. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jetzt haben wir immerhin schon über 100 Weisheit. Das ist nicht mal schlecht. Ich glaube, da könnten wir sogar schon das zweite Siegel damit erlernen oder so. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Und nochmal. Ja, so. Gut. So ist richtig. Telekinese. Oh, Telekinese, die glaube ich fast, dass wir brauchen werden, wenn die hier so direkt daneben steht, neben diesem Tor. In den Untergrund. So. Hier ist nichts. Wow, bitte, jetzt sterben wir nicht, oder? Ah, okay, hier ist so eine Art kleine Geheimkammer. Ja, hier ist wirklich nur eine Geheimkammer. Oh, und hier sind Fliegen au Mass. Und ein paar Bolzen und Lichtzauber war das gerade? Keine Ahnung, diese mickrigen Zauber interessieren mich nicht besonders. So. Hier noch eine Tür. Und dann Gnom. Komm her. Lass den Gnom nicht so auf uns aufmerksam werden. So. Der hat sich schon wieder verzogen. Hier ist eine Ogerwurzel. Schön. Die sind immer ganz praktisch für die Stärketränke. Ich müsste auch mal langsam Stärke skillen. Schwertkampf noch ein oder zwei und dann voll auf Stärke. Schätze ich mal, wäre gut. Weil gerade gegen Ende ist Stärke wirklich enorm wichtig. Also egal, ob du jetzt Kämpfer oder irgendwas anderes bist. Und ich wette, der Ring macht die Tür auf, ja? Ich habe jetzt nimmer, ich habe wirklich nimmer gewusst, welcher. Das war echt nur Zufall, dass der auf Anhieb der richtige war. Aber nun gut. Lass uns nicht noch mehr Zeit verplempern. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Hast du Angst? Warte mal. Lass mich gerade überlegen. Wir irren hier durch das Verlies der widerwärtigsten Kreatur, die ich kenne. Während seine fiesen Gnome uns mit ihren blanken Klingen töten wollen. Ja, verdammt. Ich habe Angst. Beeil dich. Ich will hier wieder raus. Schisser. Oh, das ist ein Bug. Oh, wir haben gerade einen Bug hier rausgefunden. Ich weiß nicht, ob der überhaupt schon verbreitet war, aber... Mal von vorn. Wir müssen eh nochmal von vorn anfangen. Na gut. Der Dietrich ist hin. Okay, da... So, das war jetzt richtig. Und wir halten einen Goldpokal. Schloss öffnen. Naja. Gut. Schloss öffnen, Telekinese und so werden wir im Endeffekt noch zur Genüge benötigen, wenn ich mich recht erinnere. So. Jetzt hier. Ein Tor. Und ein Gang weiter. Ich würde zuerst das Tor nehmen. Ne? Ja. Tot. Sehr schön. Seemannskiste und Kiste. Die Kiste ist wahrscheinlich nicht verschlossen, die Seemannskiste schon. Ein Amulett mit dem Schutz vor Magie. Was, die machen da jetzt Feuerwerk vor der Tür? Ist gar nicht Silvester. Ich glaube, man hört das sogar. In der Aufnahme, das ist echt... Was machen die da außen? Naja, gut. Ich will die Atmosphäre jetzt nicht zerstören. Habe ich aber wahrscheinlich schon gemacht. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier weiter runter oder weiter geradeaus. Da! Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß! Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Der Gürger.
Ich werde zuerst einmal den Gnome anlocken. Nicht machen! Du hast keine Chance gegen uns! Gürger! Du Häufchen Elend! Mir über den Weg zu laufen war ein Fehler. Und ja! Und ja, für die, die sich jetzt fragen, der Gürger ist wirklich ein Ork. Ganz schön Ork, oder? Wow! Wow! So, Gürger! Du hast ausgeschissen! So! Oh, ey! Oh! Shit! Wow! Die Legende vom Gürger ist beseitigt. So, und jetzt schnell, bevor der den nimmt. Die goldene Kristallscheibe haben wir. Und eine Ogerkeule. Können wir die tragen eventuell sogar? Ich glaube ja fast nicht. Hier, Ogerkeule. Für einen Menschen ist diese Waffe viel zu groß. Hiebwaffenschaden 100, wenn man ein Oger wäre. Also die machen schon echt ordentlich Damage. Da scheint es noch eine Tür zu... Da scheint es noch Türen zu geben, die man wahrscheinlich mit diesen Griffen öffnen kann. So. Gut. Hier eine Schatztruhe und eine Seemannskiste. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Aber ja, was soll ich sagen? Wer jetzt noch sagt, zum Gürger noch eins oder so, der wird diese Geschichte wohl nie erfahren. Der wird diese Geschichte wohl nie erfahren, wie wir hier unten, der Namenlose, mit Rupert den Gürger und seine Schergen getötet haben. Und einen Trank der Lebenskraft, sehr schön. Das ist toll. Den pfeife ich mir direkt mal rein. Der, keine Ahnung, ich nehme mal bei alles. So. Lebensenergie plus 10 haben wir jetzt schon ordentlich, ja. Moment, haben wir nicht auch neulich erst einen Druidenschilling gefunden? Genau. Gut. Seemannskiste ist alles bereinigt und da liegt der Gürger, tot zu unseren Füßen. Schön. Grabstein. Ruhe in Frieden. Oder hier ist garantiert keiner begraben. Mal von vorn. Boah. Haben die... Der Dietrich ist hin. Mist, ich dachte, die haben das jetzt alle mit einer... So. Geschafft. Und so. Ja, das ist richtig, weil es müssen immer gleich viele links und gleich viele rechts sein. Mit dem nötigen Talent ersetzt er fast jeden Schlüssel. Und ich weiß sogar einen, wo er nicht ersetzt. Ein Antimagiekristall, ein kleiner. Ein Ei. Ja, gut. Jetzt haben wir einen Apfel und ein Ei. Sehr schön. Und den Ring. Den Ring können wir nicht ziehen. Was zur Hölle? Wenn wir den Ring nochmal ziehen, kommt dann das mittlere. Oder kann das mittlere nicht aufgehen? Oder sind hier noch irgendwo Ringe? Oder ich nehme mal an, es geht gar nicht alles auf. Aber hier ist noch eine Tür. Okay, hier ist ein Kessel und eine Steinplatte. Können wir uns im Kessel was zubereiten? Ja, tatsächlich, eine Fischsuppe. Die regeneriert Lebensenergie und Mana. Hering, Wasser, Zwiebeln. Nö, eher nicht. Wir fressen lieber erstmal Lebensenergie ein bisschen wieder auf. Und das Ei, ein bisschen Erfahrung. Bisschen Lebensenergie kann auch nicht schaden. So, der Rest. Der Rest ist jetzt erstmal wurscht. So, und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt hier auch wieder raus. Denn die Legende vom Gürger ist nicht mehr. Sie war einmal. Doch ist nicht mehr. Schon fast ein wenig traurig. Naja. Ist halt so. Und da die Legende vom Gürger vorbei ist,
habe ich das schön noch geschafft, was ich in der Folge machen wollte. Ich wollte in der die Folge nämlich den Gürger behandeln. Und das habe ich geschafft. Und ich würde sagen, Moment, waren wir hier schon drin? Ja, ich glaube schon. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Risen.